Das Beispiel zum Erwartungswert mit beim Ziehen ohne Zurücklegen. Wir haben eine Urne, in der liegen drei Kugeln, nämlich eine rote, eine schwarze, eine grüne. Wir wollen jetzt ziehen ohne Zurücklegen, bis grün kommt. Fällt im ersten Zug grün, kriegen wir 2 Euro Ausspielung. Im zweiten Zug grün, 1 Euro Ausspielung. Im dritten Zug grün, 0 Euro Ausspielung. Und jetzt die berühmte Frage, wie hoch muss der Einsatz sein, damit das Spiel fair ist? Gut, das heißt, wir müssen jetzt als erstes mal wissen, wie groß sind denn die Wahrscheinlichkeiten hierfür? Ja, wir kennen ja die Ergebnisse, die können wir uns auch vielleicht leichter vorstellen, wenn wir daraus als erstes mal ein Baumdiagramm machen. Das heißt, wir sagen, okay, im ersten Zug haben wir 3 Kugeln im Sack. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für, ich schreibe das mal rot, schwarz und grün so hin, wie das hier steht. Normalerweise könnte man natürlich auch sagen, der Gewinn geht immer nach oben. Ja, aber in diesem Fall mache ich mal anders. Das kann man sich immer wählen, wie man möchte. Das heißt, hier ist es ein Drittel, hier ist es ein Drittel und hier ist es auch ein Drittel, die Wahrscheinlichkeit für das Erscheinen jeder Kugel. Das heißt, schon mal die Wahrscheinlichkeit für im ersten Zug, 2 Euro Ausspielung, kennen wir schon mal, ist ein Drittel. Im zweiten Zug können wir natürlich hier jetzt eine schwarze oder eine grüne Kugel ziehen. Da ist die Wahrscheinlichkeit 1/2, denn es sind nur noch 2 Kugeln drin und eine ist schwarz, eine ist grün. Bei einer schwarzen können wir auch immer noch einmal rot ziehen und einmal grün. Und hierbei interessieren wir uns eigentlich schon wieder für gar nichts mehr, denn wir interessieren uns ja immer nur für das Erscheinen von grün. Das heißt, im zweiten Zug, die Wahrscheinlichkeit ist dann 1/3 mal 1/2, ist ja 1/6, plus 1/3 mal 1/2 ist auch 1/6 und 1/6 plus 1/6 sind dann halt 1/3. Und hier oben können wir jetzt noch einmal im dritten Zug, können wir noch die Wahrscheinlichkeit, und hier natürlich auch, können wir auch noch einmal grün kriegen. Hier können wir grün kriegen, da ist die Wahrscheinlichkeit dann 1/3 mal 1/2 mal 1, ist auch 1/6, 1/3 mal hier auch 1/2 mal 1 ist dann auch 1/6. So, das Ganze sollte man dann allerdings, wenn man weiß, okay, alles klar, jetzt habe ich es geblickt, kann man natürlich auch sofort sagen, ich nehme hier sofort die, mach die Tabelle. Die Tabelle heißt in dem Falle, dass wir erstmal EI dahin schreiben. Einmal haben wir G, als ich mache ja mal wieder ein großes G bitte, einmal, ne, wird gleich klarer, G ist dieser hier. SG und GS, warte mal, SG und RG natürlich, SG und RG sind die für die 1 Euro Auszahlung und SRG oder RSG, SRG oder RSG sind die RSG, ist dieses hier. Sind einfach nur die Pfad oder die Ereignisse, die zu diesen Ausspielungen gehören. Gut, die Wahrscheinlichkeit nennen wir jetzt in diesem Fall mal PI, haben wir gerade eben auch herausgefunden, 1/3, dieses hier ist ja, sind diese beiden Pfade, zack, zack, ist 1/3. 1/3 mal 1/2, dieses hier 1/3 mal 1/2 ist also auch 1/3 und dieses hier ist auch 1/3. Gut, und die Ausspielung X ist jetzt hier bei 2 Euro, hier bei 1 Euro und hier bei 0 Euro. Haben wir also eine schöne Tabelle für die sogenannte Wahrscheinlichkeitsverteilung und dann können wir jetzt natürlich hier auch X mal P noch hinschreiben, beziehungsweise können wir uns das auch jetzt bei diesem mal sparen und gleich sagen, μ ist gleich E von X ist gleich 1/3 mal 2 plus 1/3 mal 1 plus 1/3 mal 0. Denn das hatten wir ansonsten immer hier als zusätzliche Spalte in dieser Tabelle. Und das können wir jetzt ausrechnen. 2/3 plus 1/3 plus 0/3 ist halt genau 1. Und was sagt uns das jetzt? Wir kriegen im Mittel oder im Mittelwert oder im Durchschnitt pro Spiel, wenn wir ganz häufig spielen, 1 Euro Auszahlung. Damit das Ganze fair ist, müssen wir natürlich auch 1 Euro Einsatz verlangen. Und das ist es schon. Ja, es ändert sich halt beim Ziehen ohne Zurücklegen die Anschauung durch das Baumdiagramm. Dabei muss man immer schwer aufpassen, dass man nicht in das Messer läuft und denkt, okay, ist klar, zack, 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 ich mache Ziehen ohne Zurücklegen, genauso wie Ziehen mit Zurücklegen. Das heißt, hier muss man ein kleines bisschen anders denken.
Dieses hier ist eine andere Art des Aufschreibens, dass man das dann hier gleich den Erwartungswert sich aufschreibt und das nicht nochmal in die Tabelle mit einbaut. Die Tabelle ansonsten irgendwie, hoffe ich, ist relativ klar. Die Ereignisse aufschreiben, die zu den jeweiligen definierten Auszahlungen kommen. Ja, X ist in diesem Fall Auszahlung, vor allem bei fairem Spiel, wenn wir faires Spiel bestimmen wollen. Und die Wahrscheinlichkeiten für X, und da können wir jetzt natürlich auch XI hinschreiben, damit das hier dann alles schön gleichmäßig ist, hätte ich beinahe gesagt. Nein, also es ist natürlich hier, ist es die Wahrscheinlichkeit von, dass X den konkreten Wert XI annimmt. Und XI wäre hier in dem Fall 2, in diesem Fall 1, in diesem Fall 0. Und das X steht für alle 3. So, genug dazu. Hier ist noch das Schildchen. Ich freue mich auf Kommentare und ich hoffe, du freust dich auch.